Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 7. April. Die Nienburger Polizeiakademie sucht eine eigene Anlage für ihr Schießsporttraining. Angebote hatten unter anderem die Gemeinde Marklohe und die Stadt Nienburg bzw. die GBN vorgelegt. Jetzt sieht es laut Polizeiakademie-Chef Dieter Buskur so aus, dass die GBN das wirtschaftlich beste Angebot abgegeben hat und den Zuschlag bekommen wird. Der 9-jährige Finn Schade aus Nienburg ist zuckerkrank. Er hat Diabetes Typ 1, braucht täglich Insulin. Damit gehört er zu rund 30.000 Kindern bundesweit, die an der Zuckerkrankheit leiden. Zum Weltgesundheitstag am 7. April, der in diesem Jahr besonders auf Diabetes aufmerksam machen will, hat sich die Hake mit Finn und seinen Eltern unterhalten. Der Wietzener Familie Niedfeld ist auf ihrem Hof vor rund 2 Wochen ein Eichhörnchenjunges zugelaufen. Es hat offenbar bei den Menschen Wärme und Nahrung gesucht, die es von der Mutter nicht bekommen hat. Die ehrenamtliche Tiernanny Almut Melcher aus Wunsdorf hat das Kleine jetzt aufgepäppelt. Am Wochenende soll es in Wietzen wieder ausgewildert werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière beklagte während einer Pressekonferenz zu Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst eine zunehmende gesellschaftliche Verrohung. Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte nehme zu, Mitarbeiter in Ämtern seien häufig mit Beschimpfungen und Pöbeleien konfrontiert. Auch im Landkreis Nienburg bekommen einige Beschäftigte diese Verrohung zu spüren. In Stolzenau freuen sich Freibadteam, Förderverein und Verwaltung auf den Start der neuen Badesaison. Bis es am 1. Mai aber losgehen kann, ist rund um die Becken noch einiges zu tun. Fest steht, dass die Eintrittspreise erhöht werden. Erwachsene zahlen künftig 2,50 Euro für einen Besuch. Der Windpark Uchtehöfen soll um 9 weitere Windkraftanlagen erweitert werden. Diese wären mit 149 Metern Nabenhöhe mehr als doppelt so hoch wie die bisherigen 6 Anlagen, die in diesem Bereich bereits stehen. Die Projektierer hoffen auf eine Genehmigung noch in diesem Jahr. Ein Informationsabend für die Öffentlichkeit findet am 11. April um 19 Uhr im Bürgerhaus in Uchte statt. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.